Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Amy Winehouse Back to Black der Film. Ja, in diesem Film geht es um die Karriere von Amy Winehouse, die Ausnahme Künstlerin aus Großbritannien. Ja, und man fängt an, so ja, so kurz bevor sie ihr Debütalbum rausgehauen hat. Und Amy Winehouse wird gespielt von Marisha Abdela. Die kennt man zum Beispiel aus. Rush Agent oder zum Beispiel auch aus den Barbie-Filmen. Und es geht halt darum, dass ähm, sie ihre Karriere so nach und nach immer mehr in Gange bringt. Aber sie fällt so komplett aus dem Rahmen, was so andere Musikerinnen angeht. Und sie betont es auch immer sehr gerne, sie ist kein Spice Girl. Und das muss auch ihr... Produzent und Manager und alles, ähm, die kriegen das alles auch vollkommen mit, dass Amy Winehouse eine absolute Ausnahmekünstlerin ist. Aber vom Charakter her ist sie ziemlich rough und ähm, nimmt auch kein Blatt vor dem Mund. Und das ist auch schon wieder richtig interessant. Und sie nimmt auch ihre ähm, ihre Nenner, die Cynthia Winehouse, gespielt von Leslie. Meanwhile, die kennt man zum Beispiel aus Mrs. Harris und das Kleid von Dior, auch übrigens ein Film, den ich schon bewertet habe. Und die nimmt sie sich auch unter anderem als Vorbild, so als Stilikone und ähm, ja, was für sie halt Girl Power ist. Für sie ist Girl Power kein Spice Girl, Gedöns oder so, sondern sie hat da ganz andere Frauen auf dem Schirm, die sie da, ja, die sie verehrt. Und auch ihr Vater, der Mitch Winehouse, gespielt von Eddie Marson. Den kennt man zum Beispiel aus The Gentleman oder Fair Play. Ja, er versucht auch Amy Winehouse nach bestem Wissen und Gewissen zu unterstützen. Dieser Film ist wirklich eine Auf- und Abfahrt der Gefühle. Man erlebt, wie Amy Winehouse wirklich ähm, aufsteigt und ähm, eine absolut grandiose Karriere startet. Aber wie der Mensch dahinter teilweise immer und immer kämpfen muss für sich und für für alles andere und auch so ein bisschen ähm, der Charakter auch immer mehr ähm, Schaden nimmt seelisch körperlich teilweise auch und ähm, ja ich könnte mir vorstellen, dass das ungefähr genauso abgelaufen ist, denn ähm, Amy Wine, ich habe Amy Winehouse Musik zwar nie richtig gehört, aber ähm, wenn ich das jetzt so in den Filmen sehe, so in der Verbindung mit, mit ähm, dem Wissen, was man halt hat, dass sie ja halt ähm, dann halt gestorben ist. Und dieser Weg dahin, der ist echt gut gemacht. Also man hat da wirklich auch ähm, ihren Freund Blake Fiedler, den äh, gespielt wird von Jack O'Connell. Den kennt man zum Beispiel aus, ähm, aus Starred Up. Und ähm, ja, auch dieser Charakter ist wirklich hundertprozentig genial gemacht, weil irgendwie funkt es zwar zwischen denen und die sind auch irgendwie zusammen und dies und das. Aber die Beziehung ist ihm dann doch wieder so... Äh, mh, mh, und, äh, und, und er tut hier auch nicht gut, weil er ist wirklich, ja, massiv drogenabhängig. Also bei ihm reicht es nicht äh, mit einem Joint oder so, denn er hat da schon so die härteren Sachen da am Start, wovon Amy Winehouse gar nicht so begeistert ist. Aber auch so, wie, wie, wie die ganzen Kostüme sind geil gemacht. Die Frisur von Amy Winehouse, boah, die muss doch mit Sicherheit total aufwendig gewesen sein. Und ähm, ja, auch so die, die, das Ganze drumherum, ey, das passt sowas von genial. Also auch diese, diese, diese Pubs, die sie da hatten. So stelle ich mir einen Pub vor. Also man hat wirklich in diesem Film wirklich sehr vieles richtig gemacht. Ja, auch Leslie Mainweil, die spielt diese Rolle als Cynthia einfach richtig stark. Also da muss man auch sagen, da hat man auch wieder eine sehr gute Person reingeholt, um ähm, da mitzumischen. Was kann man noch zu diesem Film sagen? Ja, die Musik ist auch einfach unübertroffen und ähm, ich glaube, im Original singt Marisha, glaube ich, die ganzen Songs sogar selber, bevor man dann wirklich den Hut ziehen muss. Und es ist einfach wirklich ein Auf und Ab. Man erlebt mit ihr wirklich die höchsten Gefühle und man erlebt mit ihr auch den tiefsten Fall. Also dazwischen ist wirklich alles drin. Und genau das macht diesen Film auch wirklich interessant. Ja, ich, es sind mittlerweile sehr viele Biopics mittlerweile ähm, gedreht worden. Zum Beispiel der El das Elvis-Biopic, das gehört definitiv zu den besten, würde ich sagen. Und dann gab es auch das Priscilla-Presley-Biopic, was für mich eher ein bisschen schwächer ist. Und, aber dieses hier ist, gehört für mich definitiv zu den stärkeren Biopics. Also hat sie da wirklich sehr viel Mühe gegeben, viel Liebe ins Detail reingesteckt. Also das passte alles wirklich schon sehr gut. Und äh, welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo von der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von arts Expert. Also, holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also, randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Amy Winehouse, Back to Black, der Film. Ja, ein Auf und Ab der Gefühle. Tolle Besetzung, tolle Kostüme, tolle Frisuren. Tolle Settings, also das macht alles wirklich einen sehr runden Eindruck für meinen ähm, für mein Dafürhalten. Und ich bin mit dem Film eigentlich auch wirklich gut zufrieden. Obwohl ich sagen muss, zwei Stunden und zwei Minuten fand ich an manchen Stellen dann doch ein bisschen zu lang. Da hätte man manche Szenen vielleicht ein bisschen würzen können, meiner Meinung nach. Das hätte man vielleicht dann noch ein bisschen straffen müssen. Aber ansonsten wirklich mit der, mit der Besetzung, mit, mit, den, mit diesen ganzen Instrumentalsachen und das alles. Und da sieht man halt, wie ein wirklich sehr erfolgreicher Mensch sich dann selber von den höchsten, höchsten Gipfel der Musikindustrie zum absoluten Tiefpunkt sich herunterrichten kann. Also, das ist wirklich schon sehr tragisch und man kriegt diese ganze Tragik auch wirklich mit. Also, man ist da wirklich hundertprozentig drin in dem Film und man erlebt da wirklich diese ganze Gefühlswelt, erlebt man da wirklich mit und kann sich da hundertprozentig in den Charakter hineinversetzen. Und das haben sie sehr gut gemacht. Und deswegen gebe ich den Film 4 von 5 Totenköpfen. Weil der Film einfach wirklich echt genau das liefert, was man sich von so einem Film erwartet. Und weil der Film wirklich sich sehr, sehr, sehr viel Mühe gibt. Und auch Marisha, die man denkt, das ist. Amy Winehouse Zwillingsschwester, auch so wie sie das mit, mit der Nase von der Maske her gemacht haben und auch so ihre Bewegungen und so. Also, ich würde sagen, das wäre eine Schwester von Amy Winehouse. Also, das haben die wirklich gut hingekriegt. Also, das macht alles wirklich einen runden Eindruck. Ja, das war die Filmbewertung zu Amy Winehouse Back to Black. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.